Ja, vielen Dank für die netten Worte zu Anfang. Ich beginne. Herr Scholl kommt dann in der Mitte, wenn es auch mitten in den Papyrus Ebers geht. Ich hoffe, Sie wissen noch nicht, was das ist. Dann werden Sie sich darauf freuen können. Ich halte jetzt einen Vortrag, der am Ende dazu führen soll, etwa 80.000 Euro zu generieren. Ja? Also bereiten Sie sich vor, die Tür wird verschlossen. Diese Zettel, die Sie schon bekommen haben und diese Flyer, die Sie noch dann mitbekommen, sind tatsächlich dafür da, in der Bevölkerung von Leipzig und allen, die sich für die antike Heilkunde interessieren oder denen an der kulturellen Förderung der Bibliotheca Albertina liegt, wie auch immer das Interesse gestrickt ist, uns zu unterstützen. Uns, das ist der Förderverein der Bibliotheca Albertina, da sehe ich auch ein paar Mitglieder, und die Bibliothek, einen Schauraum für den Papyrus Ebers zu errichten. In diesem Schauraum soll er in ganzer Größe und Brillanz sichtbar sein. Und da er aber im Original 19 Meter lang ist, ist das kein so einfacher Schauraum. Das zeige ich Ihnen am Ende. Bevor ich jetzt anfange und immer im Blick darauf, dass ich ja von Ihnen auch eine Unterstützung haben will, von 10 Euro, von 20 Euro, von 1.000 Euro, von 10.000 Euro, was so geht, das möchte ich dann sagen, dass der Papyrus Ebers nun keineswegs ganz außergewöhnlich ist, wie außergewöhnlich er auch immer ist, für die Universitätsbibliothek Leipzig, die eine der ältesten wissenschaftlichen Bibliotheken der Welt ist. Vielleicht, manchmal sage ich mir, die älteste, die auf einen wissenschaftlichen Entschluss zurückführt, nämlich auf Caspar Borners Entschluss 1543 angesichts der Reformation, der sich leerenden Klöster, die jetzt funktionslos waren, dann die Obrigkeit zu bitten, die Bücherbestände der Klöster, die zuvor schon auch in der Universität Verwendung gefunden haben, nun in ein neues Heim zu überführen und darüber zu schreiben, Universitätsbibliothek Leipzig. Diese Gründung ist tatsächlich so geschehen, 1543, und es gibt nichts Vergleichbares. Die anderen alten Bibliotheken mit alten Beständen und Vorgängerinstitutionen schreiben sich entweder von Fakultätsbibliotheken zurück, also auf die Begründung von Fakultätsbibliotheken. Das können wir auch tun, dann wäre 1409 das Gründungsdatum der Universitätsbibliothek. Oder sie gehen, wie beispielsweise die Landesbibliothek, alle Staatsbibliotheken, viele andere, auf fürstliche Bibliotheken zurück. Die Leipziger Bibliothek geht tatsächlich auf eine wissenschaftliche Gründung zurück, denn Caspar Borner hat damals entschieden, 1543 keineswegs alles zu nehmen, was in diesen Klöstern war, sondern nur, wie er sich ausdrückte, das Interessante. Und er war ja nun Protestant. Und das Interessante war das Theologische und nicht das Liturgische. Also das Schöne, die schönen Chorbücher, die schönen ausgemalten Handschriften und so weiter, das war nicht interessant. Und das haben wir dann durch ihn auch nicht bekommen. Also ein typisch wissenschaftlicher Gründungsakt, der eine herbe Enttäuschung für spätere Generationen darstellt. Ich habe jetzt vier Punkte, die ich Ihnen zeigen will. Und beim dritten Punkt steigt dann Herr Scholl ein. Der Papyrus, also ein Papyrus in Leipzig, das ist die Bibliotheca Albertina, das wissen Sie wahrscheinlich doch alle, die ist 1891 errichtet worden, war damals dann erst das zweite Gebäude der Universitätsbibliothek, die ja vorher im Mittelpaulinum hier um die Ecke stand, dann aber endgültig zu klein wurde und ein Gebäude verdiente, das nun auch wirklich feuersicher war. Das war dann die Bibliotheca Albertina, da konnte man mit der Feuerwehr drumherum fahren. Das war das ehemalige Gelände des Botanischen Gartens und das war in der Nähe anderer Prachteinrichtungen wie dem Gewandhaus direkt gegenüber, dem Reichsgericht direkt nebendran, weswegen es auch ein bisschen hochtrabend und hochherrschaftlich daherkommt. Ein Protzbau hat man es verspottet. Wenn Sie nach Halle gehen, da finden Sie einen nüchternen Zweckbau als sozusagen Hauptgebäude der Universität. Aber wie gesagt, auf dieses Gebäude sind alle insbesondere stolz, seitdem es so prachtvoll auch wieder aufgebaut wurde nach der Zerstörung im Krieg. So sieht das jetzt aus, wobei diese Statue, die Sie da in der Mitte stehen, die ist in die Gipsabdrucksammlung wieder zurückgekehrt und jetzt wartet dieser Platz darauf, dass dort wieder eine Sitzbank hinkommt, wie sie ursprünglich mal gewesen ist. Wir haben eine Dauerausstellung installiert, jetzt seit 4 Jahren, in der Bibliotheca Albertina, da können Sie einfach reinspazieren, sich das angucken. Da sind auf 10 großen Tafeln, wird ein bisschen
einen Einblick gegeben in die historischen Bestände, auch in die Vielfalt der historischen Bestände. Wir haben Wechselausstellungen. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass wir in 3 Wochen eine wunderschöne Ausstellung zu Zauberbüchern eröffnen werden. Magische Handschriften. Wir haben die größte Sammlung magischer Handschriften in öffentlichem Bibliotheksbesitz in Deutschland. 142 Handschriften mit Zaubereien aller Art. Also das wird sicher sehr spannend. Sowas zeigen wir in den Wechselausstellungen, weil wir eben nicht immer alle Schätze in der Dauerausstellung zeigen können. Es ist dann eben diese Dauerausstellung auch eingerichtet worden. Diese Wechselausstellungen finden in diesem im Prinzip sehr dunklen Raum statt, wo durch Licht unsere Schätze nach vorne gezaubert werden. Und das sind jetzt Schätze tatsächlich aus der ganzen Welt. Der Leiter der Sondersammlung, Professor Fuchs, sagt immer, wir sind im Prinzip eine Staatsbibliothek. Wir werden nur nicht so genannt. Tatsächlich, wenn Sie gucken, was wir aus den verschiedenen Jahrhunderten, aus allen Kulturen haben, auch die Menge, insbesondere aber die Qualität, das kommt direkt nach Berlin oder München. In Deutschland ist da vieles ganz einzigartig. Und wir sind auch eine Bibliothek, die ihre Bestände entwickelt und auch die Benutzung der Bestände entwickelt. Also auch gerade dafür sorgt, dass alte Teile, insbesondere alte Teile, im Internetzeitalter tatsächlich auch, ich würde nicht sagen, unter die Leute kommen, aber jedenfalls fachmännisch und interessant aufbereitet werden. Links sehen Sie mit Rauschebart Herrn Bruder Justin vom Katharinenkloster auf dem Sinai, der einzige Amerikaner der 22 Mönche, die in Hauptsache Griechen sind und in Ägypten leben, was die Verhandlungen alle sehr kompliziert macht. Und dann sehen Sie Herrschaften und Damen der British Library und links steht Frau Kuschelnitzkaja von der russischen Nationalbibliothek. Also mit diesen 4 Bibliotheken, die heute 4 Stücke des Codex Sinaiticus behalten, also enthalten oder bewahren, das sind an erster Stelle die Universitätsbibliothek Leipzig, die seit 1843 einen wesentlichen Teil dieser ältesten Bibel der Welt hat, und dann die British Library, die das von den Russen übernommen hat und die den größten Teil hat mit dem kompletten Neuen Testament. Und das ist das Auszeichnende am Codex Sinaiticus, dass er das Neue Testament komplett enthält. Dann die russische Nationalbibliothek und dann vor allen Dingen das Kloster auf dem Sinai, das Katharinenkloster. Das sind die 4 Einrichtungen, die sich zusammengetan haben. Dieses Blatt, also was Sie sehen hier, ein Pergamentblatt, diese 400 Blätter, die es noch gibt, zu edieren, im Netz zu edieren, weil natürlich keiner irgendwas hergeben wollte. Ja? Also man führt das nicht an einem Ort zusammen, man führt das digital zusammen und das ist eine wunderbare Sache, muss man sich nicht weiter streiten. In der Schillerstraße gibt es die Zweigbibliothek Orientwissenschaften und dort gibt es zum Beispiel das Taiwan Resource Center. Dort gibt es einen Computer, der direkt in Taiwan angeschlossen ist und wer sich auskennt, weiß, dass in Taiwan die alten Buchschätze aus China lagern, weil Chiang Kai-shek sie mitgenommen hat nach dem Zerwürfnis mit Mao. Deswegen ist es eine sehr bedeutende Nationalbibliothek, sie darf sich nicht so nennen, das wissen Sie auch, wegen der Streitigkeiten um das eine China. Aber wir haben eben in Form auch von Professor Clark, den Sie rechts außen sehen, sehr gute Kontakte eigentlich zu beiden Chinas. Und wir werden eine Ausstellung zu den Sinica-Beständen der Universitätsbibliothek im nächsten Sommer machen. Zauberbücher kommen als nächstes, Pferde kommen danach. Am 4. März 2020 eine wunderschöne Pferdeausstellung. Und dann kommen im Juli 2020 kommen die Sinica. Wir haben 25.000 chinesische Drucke. Der älteste ist von 1579. Und wir zeigen auch Kaiserdokumente und Schatullen und Ähnliches. Es ist wirklich ein Schatzhaus. Natürlich sage ich das Ihnen mit dem Schatzhaus. Den Studierenden sage ich, kommen Sie und arbeiten Sie bei uns. Das tun Sie dann auch. Nicht nur in der Bibliothek Albertina, auch in der Campusbibliothek, die 24 Stunden geöffnet ist, übrigens dieses Jahr 10 Jahre alt. Wir haben ganz neu eröffnet die Medizin- und Naturwissenschaftsbibliothek in der Liebigstraße und ganz neu eröffnet die Bibliothek für die Pädagogik, die Erziehung und den Sport in der Marschnerstraße. Dazu kommen eben noch die Orientwissenschaften, die Veterinärmedizin und die Jura. Und das sind alles jetzt neu gebaute, neu umgebaute Bibliotheken, also da kann man in Leipzig schon sehr stolz drauf sein, ganz zu schweigen von der Nationalbibliothek und von den städtischen Bibliotheken, die es ja auch gut getroffen haben, jedenfalls was die Gebäude angeht, um das Mindeste zu sagen, da sind wir alle sehr glücklich. Natürlich bedient eine wissenschaftliche Bibliothek wie die Universitätsbibliothek Leipzig jetzt ihre Klientel im Internet und wird jetzt auch später im Jahr eine richtig schicke digitale Sammlungsoberfläche
haben. Das ist die derzeitige, die ist noch nicht so ganz so schick, aber immerhin, Sie sehen die Vielfalt dessen, was wir anbieten können. Und wenn Sie dann mal zu einzelnen Sachen reinklicken, dann sehen Sie zum Beispiel die Sammlung islamischer Handschriften, das ist die fünftgrößte in Deutschland. Das ist also gar keine kleine Angelegenheit, die ist seit Jahren online. Und online eine Handschriftensammlung zu stellen, das bedeutet nicht nur einfach die Fotos der Seiten, sodass Sie das durchblättern können, immer schön von rechts nach links, sondern das bedeutet auch, dass da Beschreibungen dazu stehen, die orientieren. Und diese Beschreibungen, das sehen Sie bei dem rot eingekringelten, sind auf Deutsch, Arabisch und jetzt habe ich gerade die englische Version auf, also in drei Sprachen. Das ist zum Beispiel etwas, das können Sie im Druck überhaupt gar nicht herstellen, so eine Parallelität. Oder wir haben hier das Papyrusportal, das ist unter Herrn Scholl entstanden und ist ein aggregierter Katalog mehrerer papyrushaltender Einrichtungen. Sie sehen sie da rot umkringelt. Das sind Dinge, also so ein Gesamtkatalog der Papyrusbestände in Deutschland, jedenfalls diese Einrichtungen. Das sind Dinge, für die das Internet wirklich ganz wunderbar geeignet ist, wo es Bestände zusammenführt oder für den Forscher sozusagen zusammenführt, die physisch noch auseinanderliegen, entweder im selben Haus oder in verschiedenen Häusern. So, und dann jetzt endlich komme ich zum Papyrus Ebers und das ist jetzt seine Internetpräsentation. Die ist in IIIF gestaltet. Jetzt sagt Ihnen das natürlich sofort etwas. Ja, das ist die International Image Interoperability Framework. Ich kann das selber kaum aussprechen. Also es ist eine Technologie, mit der Bilder so geladen werden, dass es erstens mal super schnell geht und zweitens mal super schnell Sie auch auf Ihrem Bildschirm mehrere Bilder aus der ganzen Welt versammeln können. Wir entwickeln das mit München zusammen und mit Harvard und London und Stanford. Das wird auf der ganzen Welt gleichzeitig entwickelt und wird sicher das Handschriftenstudium sozusagen stark befördern. Das ist eine ganz tolle Sache. Für den Papyrus Ebers haben wir das jetzt mal nur in Anführungszeichen als eine Präsentationssoftware benutzt. Und da können Sie sich das angucken. Oh nee, jetzt komme ich zum zweiten Teil. Bevor wir dann auf den Papyrus Ebers kommen, sage ich Ihnen jetzt noch kurz was zu Georg Ebers. Georg Ebers ist eine sehr interessante Figur. Das ist sein Bild, das jetzt im Ägyptischen Museum hier hängt. Ja, im Ägyptischen Museum dieser Universität, auch ein ganz bedeutendes Museum. Und dieses Bild hängt auch erst seit einem halben Jahr da. Sie sehen, dass Ebers sozusagen 60-jährig schon sehr alt und gebrechlich aussah, war nicht ganz gesund und ist eben dann auch relativ früh gestorben. Das aber hat alle Welt damals in Deutschland mitgekriegt. Er war ein berühmter Mann, als er starb. Und das steht auch in diesen Tagesneuigkeiten. Denken Sie sich, ja, also Tagesneuigkeiten in einer Zeitung, Georg Ebers ist tot, ja, so wie jetzt alle möglichen anderen Leute in der Zeitung stehen, von diesem Range war er. Und es steht eben dann auch in diesem Text drin, das links ist die Büste auf dem Nordfriedhof in München. In dem Text steht drin, dass er berühmt ist als Romanschriftsteller und auch als Forscher für den Papyrus Ebers. Und dieses Romanschriftsteller-Dasein, das will ich jetzt ein bisschen evozieren. Ich muss bekennen, ich habe tatsächlich noch nicht geschafft, einen Roman von ihm zu lesen. Herr Scholl will mich immer überreden. Er hat das mit Vergnügen getan, aber wo Herr Scholl immer so sein Vergnügen herbezieht, das ist manchmal auch ein bisschen verdächtig. Die Romane sollen eigentlich sehr schlecht sein, ja, was mich jetzt nicht weiter stören würde. Ich esse auch gerne Currywurst. Sie sehen hier nur, dass er in so Kunstzeitschriften sehr präsent war. Das, ja, Ebers war präsent und dann als ein, ich sage das jetzt mal kurz und Sie können es ja nachher korrigieren, Herr Scholl, wenn das ganz daneben geht, als ein Beschwörer des Orient. Er war einer, der die Leute gedanklich woanders hin wegführte und ich habe mal zwei kurze Kritiken seiner Romane hier hingeworfen aus der Wiener Abendpost, das ist die linke Spalte, da steht, der Roman, das ist der Roman der Kaiser, behandelt eine stillstehende Pause im Leben des römischen Kaisers Hadrian. Hadrian ist also im Romane kein Kaiser. Das ist nur so ein Titelgepränge des Buches. Im Grunde sollte es heißen, die Plattkleberinnen einer ägyptischen Papierfabrik. Diese sind auch die Heldinnen des Romans. Hadrian ist eine müßige Figur. Der Verfasser benutzt ihn nur dazu, um überhaupt nach Ägypten zu kommen, denn die Geschichte erzählt uns, dass dieser Kaiser einen Ausflug nach dem Orient machte.
Selbstverständlich konnte Ebers gelegentlich der Kunstgrillen Hadrians seine ganze ägyptisch-ästhetische Weisheit zum Ausdrucke bringen. Also Sie sehen, der Ton dieser Kritik ist schon so bewundernd, anerkennend und leicht spöttisch. Das ist noch stärker bei der Ostdeutschen Rundschau. Ja? Die Ostdeutsche Rundschau gibt es, glaube ich, heute nicht mehr, aber sie war hart in ihrem Urteil. Die elegante Welt unserer Tage wurde förmlich von dem Verlangen getrieben, auch auf dem bequemsten Wege der Romanlektüre Bekanntschaft mit den Wundern und Geheimnissen der altägyptischen Welt zu machen. Diesem Verlangen entsprach Ebers mit seiner ägyptischen Königstochter. Das ist so ein Romantitel. Anders schon ist es in Uarda, auch ein Romantitel. Hier will Ebers als Dichter auftreten und es tritt hier sein Zweck deutlich in der historischen Schilderung hervor, die oft eine so oberflächliche und nachlässige ist, dass man nicht begreifen würde, wie Ebers den Namen, den er sich in der wissenschaftlichen Welt erworben, so leichtsinnig aufs Spiel setzte. Ja, also ein bisschen deutlicher ein Hinweis, der jetzt Herrn Scholl mehr Argumentation abverlangt, wenn ich dann doch mal sowas lesen soll. Ja. Aber wenn man dieser Zeitschrift, die ich Ihnen schon mal kurz zeige, dann einfach folgt, dann sehen Sie, mit welchen prachtvollen Bildern sozusagen dieser Orient auch ausgestaltet war. Die wurden dann eben auch zur Illustration von seinen Romanen benutzt. Das sind Stahlstiche, das sind Holzstiche. Das ist wirklich auch künstlerisch und ästhetisch und erotisch alles ganz aufgeladen. Und das ist sozusagen das Milieu, für das dann Ebers berühmt war, als er starb. Heute würden wir allerdings sagen, dass er tatsächlich berühmt ist für das, was er aus Ägypten zurückbrachte. Ebers ist zweimal nach Ägypten gereist, einmal 1869-70 und dann 1872-73. Die erste Reise war zumindest monatelang, die zweite auch mindestens wochenlang. Also das war nicht so ganz so einfach, selbst wenn man Dampfschiffe benutzte. Die erste Reise, von der ersten Reise gibt es ein Tagebuch, das sehen Sie hier abgebildet. Das lässt sich natürlich jetzt schwer lesen, aber ich kann es auch, die Handschrift ist nicht so schwer zu lesen, aber ich bin jetzt nicht eingeübt. Sie liegt in Marbach im Deutschen Literaturarchiv. Ebers Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv. Er war ein Dichter. Ja? So. Er hat dann aber eben diese Dahabia gezeichnet, dieses Nilschiff, das nachher in seinen Briefen auch vorkommt, wenn er berichtet, wie er den Papyrus Ebers dann aus dem Orient sozusagen herausoperiert. Ich liebe sehr diesen ersten Satz dieser Reise, denn Ebers war damals Privatdozent in Jena und als er zurückkam, hat er dann den Ruf nach Leipzig bekommen. Und er brach also dann logischerweise aus Jena auf zu dieser Reise. Und seine Frau hieß, glaube ich, Antonia. Und der erste Satz heißt, mit Toni bis Apolda. Naja, irgendwo muss man anfangen, wenn man nach Ägypten will. Ja. Erstmal bis Apolda kommen. So. Und dann wird es also eben genauestens beschrieben. Und dann, wie gesagt, bei dieser ersten Reise ist nichts passiert, außer dass Ebers eben Ägypten sehr ausführlich kennenlernte und sehr ausführlich beschrieb und so weiter. Und es gibt dann noch die zweite Reise, die leider ohne Tagebuch ist, die ist aber dann uns auch sehr gut bekannt durch zahlreiche Briefe an seine Frau und andere. Und das hier ist ein Brief vom Februar 1873. Und da heißt es, unser Papyrus, also er schreibt jetzt schon über diese Rolle, die er gefunden hat, unser Papyrus ist der größte, schönste und besterhaltene, den Deutschland bisher gesehen hat. Er enthält ein Kompendium der altägyptischen Medizin mit vielen langen Exkursen und Rezepten. Von dem Besitzer des Papyrus hatte niemand die rechte Kenntnis. Seit Jahren steckte er in einer Blechbüchse, die sich bisher nur uns geöffnet hat. Jahre, das wird wahrscheinlich Jahrhunderte meinen. Du kannst meine Unruhe denken. Ich lief in fieberhafter Unruhe auf dem Deck hin und her, das überlegend, was ich da tun konnte. Da erscheint ein nett aussehender, mir bis dahin unbekannter Herr, der mit dem Kompaniedampfer reiste, stellte sich mir als Leipziger vor, der aber schon lange in Paris wohnt und der Kommerzienrat Günther heißt. Und in einem anderen Brief heißt es dann weiter, dieser Herr Günther riskiert die Hälfte des Kaufpreises von 175 Pfund Sterling, ich oder hoffentlich Martin, das ist der Bruder von Ebers, die andere. Ich weiß genau, was ich getan habe. Das British Museum würde ohne weiteres das Doppelte für das ehrwürdige Denkmal geben, welches sich nun in unserer Dahabia, das ist dieses Schiff, befindet. Es enthält 110 Seiten, wir haben nachgezählt, es sind nur 108, also
Kolumnen. Jede ist vollgeschrieben mit 20 Zeilen, das ist wohl auch nicht überall so wahr, und kein Untätchen an dem Ganzen, das nahezu 100 Fuß messen muss. Das sind 18,61 Meter oder so. Unser Papyrus ist mehr als viermal so lang wie der beste Berliner, das sagt schon alles. Ja? Wenn man den Berliner schlagen kann und Herrn Lepsius, dann tut man alles dafür. Hoffentlich bleibt unser Schatz, den ich gleich nach meiner Heimkehr zu publizieren gedenke, der entscheidende Satz für mich, hoffentlich bleibt unser Schatz, den ich gleich nach meiner Heimkehr zu publizieren gedenke, Deutschland erhalten. Der Papyrus hat all meine Reisepläne geändert. Ich kann ihn weder dem Kapitän anvertrauen und ihn durch ihn nach Kairo schicken, noch mit ihm die Wüstenreise unternehmen. Also er kümmert sich ganz besonders ausführlich um diesen Papyrus, den er als Rolle gesehen hat, über einen Kalender identifiziert hat, den aber auch vom medizinischen Inhalt sehr interessierte und den er veröffentlichen will. Er ist ein Wissenschaftler, er will ihn veröffentlichen. Er ist kein Museumsmensch, der ihn einfach in den Keller tut, um ihn zu besitzen. Ja, das ist für mich als Bibliotheksrektor heute ein ganz wichtiges Kriterium. Das wende ich auch auf Konstantin Tischendorf an, der den Codex Sinaiticus auch sofort veröffentlichte. Für ihn ging es nicht darum, zu haben, zu besitzen und damit anzugeben, sondern tatsächlich ging es beiden darum, eben vor allen Dingen jetzt Ebers, dieses mit der Welt zu teilen und auch andere daran partizipieren zu lassen. Das ist das Faksimile, was er gemacht hat, 1875 schon erschienen, in gedruckter Form. Sie sehen die Zeichen, das ist freigestellt, wie wir heute sagen, also der Hintergrund des Papyrus ist weggetan, nur so in der Farbe übrig geblieben. Und das ist eine komplette Ausgabe, die auch damals schon bemerkt wurde und gerühmt wurde. So heißt es in der Illustrierten Zeitung vom 20. Februar 1875 mit eben dieser Abbildung aus der Zeitung. So eröffnet der Papyrus Ebers eine neue Ära für die Geschichte der Medizin und Pharmakologie. Zu gleicher Zeit wird er aber die Kenntnis der ägyptischen Sprache nach vielen Richtungen hin bereichern, teils durch eine Menge von bisher unbekannten Worten, teils auch infolge der ungewöhnlichen grammatischen Korrektheit, deren sich der Schreiber dieses Werks befleißigte. Und deswegen ist auch der Papyrus Ebers zum Beispiel ein Hauptdokument für die Forscher der alten Sprachen in Ägypten. Die Menge der erkannten Krankheiten ist ebenso erstaunlich wie die Fülle der vorgeschriebenen Arzneimittel. Erst recht an die Art der Arzneimittel, das wird uns der Herr Scholl dann zeigen. Dabei zeigen sich die alten Ärzte als erfahrene Diagnostiker, welche auch prophylaktische und kosmetische Mittel vorzuschreiben keineswegs unterlassen. Ich habe auch gerade vorgestern den Brief von einer Kosmetikfirma bekommen, die uns sagt, dass sie leider uns doch nicht unterstützen könne, aber wir haben mehrere Kosmetikfirmen angeschrieben und hoffen da immer noch, dass sie das auch erkennen, dass der Papyrus Ebers durchaus in ihrem Interessegebiet liegen soll. So, und jetzt glaube ich, will ich nur noch ein paar Bilder zeigen. So sieht das Original aus, unter Glas. Es ist gleich 1873 zerschnitten worden, in Teile. Es ist also nicht mehr die Rolle existent, einfach aus konservatorischen Gründen. Man wollte es erhalten. Es wäre anders nicht gegangen, zu feucht, zu feuergefährlich. Das ist alles tödlich für den Papyrus. Und so sehen diese Kolumnen aus, jetzt die Kolumnen 22 bis 23. Sie müssen immer von rechts lesen, ja? Machen Sie nicht den Fehler und versuchen Sie von links zu lesen, da können Sie gar nichts rauskriegen. Das ist der Papyrus, wenn man ihn so nebeneinander stellt, ist schon sehr beeindruckend, aber ist eben durch diese sozusagen Abschnitte natürlich jetzt nicht ganz so beeindruckend, wie er vielleicht als Rolle wäre. Außerdem sind im Kriege tatsächlich ein paar Glasplatten kaputt gegangen und etwa 4 Meter fehlen uns. Ja, das hat was mit dieser schrecklich komplizierten Entdeckungsgeschichte zu tun. Und das ist er, das haben Sie ja schon gesehen, jetzt in der Internetpräsentation im Netz, in der Online-Präsentation. Und dort können Sie ihn nicht nur ansehen, schieben, vergrößern, alles Mögliche. Sie können auch durch einen Klick auf die Übersetzung sich, wenn Sie mit der Maus dann rüberfahren, öffnet sich jedes Mal ein Fenster, da wo Sie mit der Maus sind, und Sie können das Rezept lesen. Darum, dazu aber jetzt Herr Scholl näher. Vielen Dank erstmal. So, ich fahre dann an dieser Stelle fort. Ich hoffe, dass ich auch hinten gut verständlich bin. Ja, gut. Der Papyrus Ebers. Das einzig vollständige, das umfangreichste, das besterhaltene, das grazilste, das kalligraphisch schönste, Kompendium zur altägyptischen Heilkunde,
einzigartig, geheimnisvoll, faszinierend. Diese zugegebenermaßen etwas reißerisch anmutende Öffnung meines Beitrages zur heutigen Vorlesung ist keine Übertreibung, wie Sie sicherlich am Ende meines Beitrages feststellen werden. Und ich möchte Ihnen meine Einschätzung nun erläutern und begründen. Dazu wollen wir uns im Papyrus Ebers einmal auf eine etwas andere Art und Weise nähern, nämlich vom Kleinen zum Großen, vom Einzelnen zum Ganzen. Und wir beginnen mit einer ganz einfachen Zeichenkette, bestehend aus zwei einfachen Zeichen. Ja? Das obere Zeichen hat den Lautwert K und der Brotleib darunter den Lautwert T. Gesprochen wird das ganze Kett. Sie kennen jetzt das erste ägyptische Wort. Ja? Gesprochen, und dieses Wort Kett kommt im Papyrus Ebers über 600 Mal vor und bedeutet ein anderes. Das ist die Umschrift in Hieroglyphen, das andere war hieratisch und ein anderes. Und im Papyrus Ebers immer zu ergänzen ein Heilmittel. Dieses Kett leitet also ein Heilmittel ein, das im folgenden Beispiel so anschließt. Hier zunächst der Zeilenausschnitt aus dem Original. Ja, die Schrift verläuft, wie Schneider schon sagte, von rechts nach links. Ja, darunter in hieroglyphischer Umschrift und schließlich die Übersetzung. Ein anderes Heilmittel zum Veranlassen, dass man ausscheidet oder ausharrt. Anschaulicher kann man das eigentlich gar nicht darstellen. Ja? So, der ganze Text lautet dann süßes Bier, ja, und dann sind diese Zahlen, die sind in Rot geschrieben, das sind insgesamt 1,5 Liter, ja. Dann Senftfrüchte, das ist dann ungefähr 300 Kubikzentimeter, unterägyptisches Salz, ein Sechzehntel und Wüstendatteln. Werde dem Tau ausgesetzt, werde getrunken, 4 Tage hinweg. Beim nächsten Bild sehen wir das Rezept im Zusammenhang der ganzen Kolumne, in der der Text vorkommt. Es handelt sich um die Kolumne Nummer 12, und zwar die Zeilen 4 bis 9 und hier die Übersetzung dazu. Die Farbe der Tusche wechselt. Rot ist für die Überschriften und die Mengenangaben der Ingredienzien der Rezepte, schwarz für den übrigen Text. Das nächste Bild zeigt eine der 29 Tafeln, die, wie Herr Schneider schon sagte, der Papyrus Eber nach seiner Ankunft zerschnitten wurde, um ihn entsprechend dem damaligen Stand der Konservierung aufbewahren zu können. Hier allerdings in seiner neuen Verglasung aus dem Jahr 2002 im Rahmen der Ausstellung. Hier sehen Sie die ursprüngliche Verglasung hinter eigens aus angefertigten Holzrahmen, der Papyrus an den Ecken aufgeklebt auf weißes Papier, das würde man heute nicht mehr tun, und auf der Rückseite von einem festen Karton gehalten, ganz so wie man früher Bilder gerahmt hat. Die Älteren von Ihnen werden sich noch erinnern, wie man das gemacht hat, ne? Bilderrahmen. Der Papyrus Ebers ist in seinem Layout gleichzeitig zweigeteilt. Ja? Sie sehen rechts bis zur Kolumne 21 schmale Schreibspalten, weil für jedes neue Rezept eine neue Zeile begonnen wurde und weil jede Zutat im Rezept ebenfalls eine eigene Zeile erhielt. Ab Kolumne 22 verwendet der Schreiber die deutsche DIN-Norm, ja, DIN A4, nämlich 27 cm hoch, ja, und 21 bis 22 cm breit. Modern würde man auch von einem Blocksatz sprechen. Es ist auch für das Auge angenehmer zu lesen. Warum der Wechsel, werden Sie fragen. Eine Erklärung dafür wird einmal gegeben, dass der Schreiber spätestens an dieser Stelle gemerkt hat, dass die Rolle für den zu schreibenden Text nicht ausreichen würde, wenn er so großzügig mit dem Platz umginge. Eine nicht ganz ernst gemeinte Erklärung meinerseits in der Buchstadt Leipzig wäre die, dass man dem Verkäufer eine bibliophile Ausgabe vorgaukeln wollte, wenn der Käufer beim Aufblättern der Rolle nur die ersten Kolumnen sich angesehen hatte. Nachdem wir jetzt einzelne Zeichen, Rezepte, Spalten und Tafeln gesehen haben, wenden wir uns nun der ganzen Rolle zu. So, ja, schwierig, diese ganze Rolle von 18 Meter, über 18 Meter auf eine Seite zu bringen. Sie sehen, dass es schwierig ist und dabei muss man mit einem weit verbreiteten Irrtum und Missverständnis aufräumen,
das auf den Georg Ebers selbst zurückgeht. Denn er hat in seiner prachtvollen Faksimile-Ausgabe geschrieben, er bestand, als wir ihn erwarben, aus einem einzigen fest zusammengerollten Stücke des feinsten gelbbraunen Papyrus. Seine Höhe beträgt 30 cm, die Länge des beschriebenen Teils 20,23 Meter. Er hat aber vergessen zu erwähnen, dass die Kolumnen 103 bis 110 auf der Rückseite von Kolumne 102 bis 94 stehen, wie das oben der Fall ist. Oben die letzten Kolumnen der Vorderseite, runter die 8 Kolumnen der Rückseite. Freiherr Felix von Oevelen-Neuenahr, ein Balneologe und Medizinhistoriker, hat den Papyrus Ebers im Jahr 1908 durch den Bibliotheksassistenten Dr. Schröter vermessen lassen. Damals betrug seine Länge 18,51 Meter, was eine ursprüngliche Länge von 18,63 Meter ergibt, denn man hatte am Anfang einige Zentimeter von dem ursprünglich 19 cm langen Vorsatzblatt weggeschnitten, ja, um Beschädigungen auszubessern. Die Information, dass auf der Rückseite vor dem Text der Kolumne 102, also hier unten, ein freier Raum war von 19 cm, das verdanken wir ebenfalls Felix von Oevelen-Neuenahr. Da der Schlussteil des Papyrus, wie Sie hier ohne weiteres sehen, bedauerlicherweise der Nachkriegswirren fehlt, erschwert das in gewisser Weise die Herstellung der Replik, auf die Herr Schneider gleich zu sprechen kommen wird. Dies sollte uns ein Hinweis darauf sein, nicht nur den Text und seinem Inhalt, sondern auch seiner Materialität unsere Aufmerksamkeit zu schenken, was wir mit der Replik auch zu tun gedenken. Was dieses zusätzliche Schreiben auf der Rückseite betrifft und vor dem Text der Rückseite noch zusätzlich eine leere Kolumne von 19 cm zu lassen, so ist das meines Wissens einzigartig und sucht noch nach einer Erklärung. Zumal wenn man bedenkt, dass auf der Vorderseite bis auf 2 cm an den linken Rand, da sieht man hier oben schlecht, aber hier oben bis an den linken Rand geschrieben wurde. Folglich kann es sich nicht um eine reine Schutzmaßnahme handeln, wie das etwa bei einem Vorsatzblatt der Fall ist. Ist es Macht der Gewohnheit, dass man eine Rolle immer mit einem leeren Vorsatz bzw. Schlussblatt versieht? Diente diese Rolle zur Aufnahme eines Stabes, aber Stäbe sind es meines Wissens in römischer Zeit gut bekannt. Wie Sie sehen, sind einige dieser letzten großen Tafel, die im Übrigen ursprünglich auch geteilt war, dann aber im Rahmen einer Ausstellung mal zusammengefügt wurde. Ja? Deshalb waren die ursprünglich 29 Tafeln, das hat mich verwirrt, als ich die Auslagerung rekonstruiert habe, gab es immer nur 28 Tafeln. Und die Tafel 28 und 29 sind dann später mal zu einer einzigen zusammengefügt worden und die war dann über 2 Meter lang. Und die war auch dann dauerhaft ausgestellt. Und diese ist dann zum Teil zu Bruch gegangen, und zwar bei der Auslagerung ins Schloss Rochlitz an der Mulde gelegen. Während des ganzen Krieges hat man die ganze Zeit noch das kontrollieren können, aber in den Nachkriegswirren konnte man nicht mehr kontrollieren. Und einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung aus den 50er Jahren konnte man entnehmen, dass man den Papyrus Ebers in einer Hundehütte vorgefunden hätte und einige Tafeln zerstört und andere verloren waren. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass ich diese Teile doch noch irgendwann mal finden werde. Ich habe ja schon einen Aufruf gestartet, dass man im Rochlitz auf dem Dachboden mal guckt. Ja, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht finden. Verkaufen kann man es nicht, es ist einfach zu bekannt. Ja. Ja, nochmals zurück zum Schutzblatt. Ein solches befand sich auch hier zu Beginn der Papyrusrolle. Es war ursprünglich breiter, nämlich 19 cm. Ja? Meiner Vermutung nach ist es auch gerade dieses Schutzblatt gewesen, das dazu geführt hat, dass von dem Papyrus Ebers als erstes der Kalender, der berühmte Kalender, den Herr Schneider nicht so mag, ja, den Kalender war als erstes publiziert und bekannt. Und Georg Ebers und sein Begleiter Stern hatten eine Kopie
von der Publikation dieses Kalenders mit und konnten dann den Verkäufer davon überzeugen, dass dieser Papyrus ja schon publiziert ist und haben deshalb seinen Preis herunterhalten können. Ja? Deshalb habe ich immer so klammheimlich die Vermutung, warum schleppt man so eine Kopie mit? Ne? Die muss man ja anfertigen, man kann nicht auf einen Kopierer legen, man kann es auch nicht einscannen. Ja? Warum schleppt man sowas mit? Gut. Sie sehen hier aber auch, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, die Feinheit des Papyrusmaterials und der Rolle. Er ist hauchdünn und filigran gearbeitet. Dabei ist er durchaus blickdicht, denn Sie sehen hier, Entschuldigung, hier nicht den Kalender durchscheinen und umgekehrt, wo der Kalender ist, sehen Sie nicht den Text der Vorderseite. Gleichzeitig möchte ich auch noch auf die Gleichmäßigkeit und Gleichförmigkeit der Schrift hinweisen und auf die Leuchtkraft der Buchstaben nach 3500 Jahren. Das ist schon beeindruckend und einzigartig, wie Sie aus dem Vergleich mit folgenden Papyri sehen können. Papyrus Vesca ist oben und unten der Papyrus Ebers. Papyrus Karlsberg, das sind also Texte, die ungefähr gleichzeitig mit dem, also gleich alt wie der Papyrus Ebers sind. Ein relativ neuer Papyrus aus dem Louvre. Und sozusagen der Bruder des Papyrus Ebers, der Papyrus Edwin Smith. Wie Sie feststellen können, ist die filigrane Machart der Papyrusrolle unübertroffen und auch die Gleichförmigkeit der Schriftzug ihresgleichen. Allein in seiner Materialität ist dieser Papyrus Ebers einzigartig. Die anderen Papyri wirken ihm gegenüber, sage ich mal, manchmal wie Packpapier. Auch durch seinen Umfang mit 18,63 Meter überragt er die anderen medizinischen Papyri ihres Alters. Ja, wie Sie das hier ohne weiteres kennen können. Zum Vergleich die anderen medizinischen Papyri in der Reihenfolge des Alters. Sie sehen, der einzige Superlativ, der dem Papyrus Ebers fehlt, ist die Eigenschaft, der Älteste zu sein. Der nächstgrößte Papyrus ist der Papyrus im Louvre mit 7 Metern, gefolgt von Berlin mit den 5,20 Metern. Das war das Ziel, Berlin zu übertreffen. Und dann ist der berühmte andere, sozusagen der Bruder des Papyrus Ebers, der Edwin Smith mit 4,7 Metern. Ich erwähnte bereits mehrmals die Kolumnen, die einzelnen Schreibseiten. Es sind insgesamt 108, die letzte trägt aber die Zahl 110. Wie kommt das? Derjenige, der die Paginierung vorgenommen hat, hat die Zahlen 28 und 29 übergangen und nach 27 gleich mit 30 fortgeführt. Auch muss noch erwähnt werden, dass bereits in der Antike jemand nach Kolumne 65, wo es um wichtige Haarwuchsmittel ging, mindestens eine Kolumne herausgeschnitten und dann wieder die beiden Teile zusammengeklebt hat, was auch gut zu erkennen ist. Ja? Das muss aber noch vor der Paginierung erfolgt sein. Für die 110 gibt es eine ansprechende Vermutung, die auch mit Magie zu tun hat. 110 ist nämlich das ideale Lebensalter der Ägypter, das Johannes Hesters mit 108 nur knapp verfehlte. Was ist der Inhalt des Papyrus Ebers? Der Papyrus Ebers ist ein Kompendium, eine Sammelhandschrift medizinischen Inhalts. Der Text besteht aus 879 Einzeltexten in 32 unterschiedlich großen Gruppen. Es werden über 80 Krankheitsbilder und Heilmittel zu deren Behandlung vorgestellt. Die Präparate werden in Form von Salben, Pflastern, Zäpfchen, Klistieren, Pillen und Umschlägen verabreicht. Sie sind zu schnupfen, inhalieren, gurgeln, räuchern und schlucken. Sie setzen sich in der Regel aus mehreren Ingredienzien zusammen. Das umfangreichste Rezept zum Erweichen von Gefäßen besteht aus 37 Einzeldrogen. Was soll da noch wirken? Ja. Die größeren Krankheitsgruppen sind über 100 zu Bauchkrankheiten, ebenso viele Augenkrankheiten, und dann noch etwa 50 gynäkologisches. Das sind im Einzelnen Begleitsprüche beim Auflösen eines Verbandes und beim Trinken von Heilmitteln. Heilmittel bei Bauchkrankheiten, Salben bei Hautkrankheiten, Rezepte gegen Schmerzstoffe und Erkrankungen der Verdauungswege, ja, Lehrtexte und Rezepte für Magenleiden,
Rezepte gegen dämonische Krankheit, Kopfschmerzen, dazwischen das wichtige Rezept über Rizinus und die Anwendungen, Heilmittel bei Harnstörungen, Heilmittel bei Essen, Verdauungsstörungen, dann noch vereinzelte Rezepte, Heilmittel gegen Husten und Asthma, Heilmittel gegen Augenleiden, gegen Bisswunden, Ausschlag am Kopf, dann Haarbehandlung, Grauen, Haarausfall, Haarwuchs, Heilmittel für die Leber, Heilmittel für Brandwunden, Schläge, Wunden und Folgen, wobei interessanterweise es nicht nur Krokodilsbisse gibt, sondern auch Menschenbisse, Heilmittel für Blasen, Geschwüre und Schwellungen, Heilmittel für Beine, Finger, Zehen, Behandlung Gefäße, Erkrankungen der Zunge, Krampf aufgrund Harnverhaltens, Heilmittel für Körperoberfläche, also Schönheits, ich stelle Ihnen noch ein paar näher vor, Schönheitsmittel, ja. Zahnbehandlung, also so eine Art Kaugummi gibt es auch schon, Heilmittel gegen Krankheiten, die von Dämonen ausgelöst werden, Heilmittel für Behandlung der rechten Bauchhälfte, Heilmittel für Nase, Ohren und Kopf, also HNO, Heilmittel gegen Kindergeschrei, gynäkologisches, Prognosen, Überlebensfähigkeit, Neugeborener, praktische Tipps für den Hausgebrauch, da geht es auch, wie man Mäuse fängt und so weiter und so fort, Abhandlung für Herz- und Gefäßsysteme und Lehrtexte gegen Geschwülste. Und wenn man das jetzt nochmal sich so anschaut, wie sich das so verteilt, ja, so sind das 676 Rezepte in Kurzfassung, dann 44 Lehrtexte, Rezepte mit Resten des Lehrtextes, 11 Texte, Rezepte mit zusätzlichem Zauber, 10 Zaubertexte mit medizinischer Anwendung, 4 thematische Auszüge aus Lehrtexten, 4 Prognosen und ein Zaubertext, das ist der Papyrus Nummer 131, Beschwörung von Krankheitsauslösern. Die Ingredienzien der Heilmittel setzen sich aus Mineralien, Pflanzen und deren Teile, Tiere und deren Teile sowie Exkremente von Menschen und Tieren zusammen. Hier eine Auflistung von diesen Inhaltsstoffen. Ich lese die nicht alle vor. Ja, dann Mensch hält sich noch in Grenzen. Ja, dann kommen Tiere. Es ist so wie ein Gang durch den Leipziger Zoo. Ja. Mineralisches, Pflanzen dann nochmal, ja, und Sie sehen überall diese Fragezeichen und das ist natürlich insofern schlecht, das bedeutet, dass diese Zutaten nicht wirklich identifiziert sind, dann noch Mineralien, ja, und spaßeshalber nochmal die nicht identifizierten Mineralien. Bei einigen, so, das Ganze nochmal in Prozenten. Bei einigen Anwendungen wird explizit vermerkt, dass das Mittel auch geholfen hat. Bei einigen wenigen Rezepten hat der Schreiber oder gar ein antiker Leser dies mit einem kleinen Textmarker versehen, nämlich mit einem kleinen Hieroglyphenzeichen für Nefer. Ja, das sind diese kleinen Zeichen vor den Rezepten. Das bedeutet so viel wie gut, schön, brauchbar. Bei einigen Rezepten steht explizit der Hinweis, dass das Mittel sich bewährt hat. So heißt es zu einem Mittel, wirklich vorzüglich, ich habe den Erfolg gesehen. Es ist durch mich sehr erfolgreich geschehen. An einer anderen Stelle heißt es, ein wahres Heilmittel, millionenfach erprobt. Also Übertreibungen kannten die Ägypter auch schon. Ja? Und an anderer Stelle heißt es, jedes Heilmittel ist wie sein zweitrangiges. Schauen wir uns noch mal einige Rezepte doch an. Ein anderes Heilmittel zum Regeln des Bauches. Schascha-Früchte 1, Schemesh-Pflanzen 1, Cha'a-Pflanzen 1, Malachit, eine Winzigkeit, was ist eine Winzigkeit, ja? Und Honig 1. Ja? Sie sehen, dass in diesem Rezept nur zwei Zutaten eindeutig identifiziert sind, Malachit und Honig. Bei anderen weiß man lediglich durch ein Determinativ, dass es sich um Früchte bzw. Pflanze handelt und sie werden deshalb nur in Lautumschrift wiedergegeben. Honig. Ja, das ist Honig, wird durch eine anschauliche, leicht verständliche Hieroglyphe gut zu erkennen. Die Biene an den Flügeln, an den Fühlern, den Flügeln und den Beinchen. Ja, und dahinter noch ein Topf. Ja, ist zweifellos ein Naturprodukt und wird häufig angewandt. Es dient einmal dazu, wie das heute auch bisweilen der Fall ist, als Süßstoff. Und äußerlich angewandt hat Honig adstringierende und entzündungswirkende Wirkung. Pflanzen als Heilpflanzen, wie ich eben gesagt habe, spielen im Papyrus Ebers eine wichtige Rolle, weshalb heute beim verstärkten Aufkommen
der Nutzung der Pflanzen und ihrer Wirkstoffe im Rahmen der Phytotherapie, der Naturheilpflanzentherapie, oft bei Werbung auf den Papyrus Ebers verwiesen und somit mit dem Alter des Heilmittels geworben wird. Eine Google-Suche nach Aloe Vera und Papyrus Ebers fördert sehr viele Treffer zutage. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der dänische Theologe, Arzt und Amateurägyptologe Bendix Ebel ein Wort damit übersetzt hat, was aber in der Forschung keine Akzeptanz gefunden hat, sondern in der neuesten Übersetzung von Lutz Popko in einem Projekt der Sächsischen Akademie der Wissenschaft, dessen Übersetzungen ich hier verwende, wiedergegeben wird mit verfaultes Holz. Das zeigt anschaulich ein Problem, wenn man diese Rezepte experimentell nachbereiten möchte. 70-75% der Zutaten sind nicht identifiziert und die Mengenangaben sind auch nicht wirklich hilfreich und ausreichend. Daneben gibt es, das war jetzt Honig, daneben gibt es noch, ja, langsam, daneben gibt es aber auch noch Heilmittel aus der sogenannten Dreckapotheke, ja, die ich ja schon eben angedeutet habe. Das berühmteste Rezept, bei dem Sie auch eben gelacht haben, ist das hier. Heilmittel für das Beseitigen übermäßigen Schreien eines Kindes. Körner des Mohns, Fliegenkot, der an der Wand ist, machen zu einer einheitlichen Masse, durchpressen, trinken an 4 Tagen. Was anbetrifft das Aschaut, dies ist ein Kind, welches schreit. Die Übersetzung von Herrn Popko lautet aber, Heilmittel zum Beseitigen von Wehklagen eines Kindes. Scheppenteile der Scheppenpflanze, Propolis, Fragezeichen, wörtlich Fliegenkot, das an der Wand ist, werde zu einer Masse gemacht, werde ausgepresst, werde über 4 Tage hinweg getrunken, damit es sofort aufhört. Was das Wehklagen angeht, das meint ein Kind, das jammert. Hier zeigt sich deutlich der Kenntnisstand der Forschung in der Übersetzung. Scheppenteile der Scheppenpflanze stehen den Körner des Mohns, immerhin mit Fragezeichen versehen, gegenüber. Die Identifizierung mit Mohn geht auf eine reine Vermutung des späteren Theologen und Missionars Heinrich Ludwig Emil Lüring, die über die medizinischen Kenntnisse der alten Ägypter berichtenden Papyri verglichen mit den medizinischen Schriften griechischer und römischer Autoren, woanders erschienen als in Leipzig, 1888, ja, geht das auf ihn zurück, der aus dem Analogieschluss zu den Mitteln seiner Zeit sowie der Antike und Griechenland, in Griechenland und Italien auf den Schlafmohn kam und die Auspressung dann für Opium hielt, also ohne jede wissenschaftliche Begründung. Der Schlafmohn kam aber laut der Biologin und Ägyptologin Renate Germer erst mit den Römern nach Ägypten. Der Stoff, der wörtlich übersetzt Fliegenkot heißt, soll nichts anderes sein als der Deckname für Propolis, Bienenharz oder auch Bienenleim genannt, ein Stoff, der von Bienen produziert wird, um unter anderem den Bienenstock abzudichten und vor Krankheiten zu schützen. Auffallend ist meines Erachtens Folgendes. Direkt im Anschluss an dieses Kindergeschrei folgt folgendes Rezept. Anfang der Heilmittel, die für Frauen gemacht werden. Rezept zum Veranlassen, dass eine Frau aufhört, schwanger zu werden. Für 1, 2 oder 3 Jahre. KAA, Früchte der Dornakazie. Johannisbrot. Datteln werde mit einem Hinmaß Honig fein zerrieben, ein Faserbausch werde damit getränkt, werde in ihr Fleisch gegeben. Forschungen haben wohl ergeben, dass die Zutaten Spermizide Wirkung haben können. Ich würde mich aber an Ihrer Stelle nicht darauf verlassen wollen. Ja? Und im Zeitalter von HIV erst recht nicht. Ne? Nochmal zur sogenannten Dreckapotheke. Wir wissen nicht, wann und wo diese Ausdrücke wörtlich zu nehmen sind und wann es sozusagen Geheimwissen oder Wissen verschleiern soll. Ja? Ich erinnere Sie an die berühmte und jetzt wieder ein bisschen aus der Mode gekommene Behandlung mit Eigenurin. Ja? Es erinnert mich immer so ein bisschen an die Werbung mit Valensina. Ja? Morgens frisch gepresst. Ja? Ein anderes Heilmittel für das Knie, haben manche von Ihnen auch. Mehl von Langbohnen, dann nochmal Mehl von der Tenne, 1,
unterägyptisches Salz 1, Harn vom Menschen, werde zu einer Masse gekocht, das Knie werde darüber verbunden. Heute muss man sich die Werbung mit dem Hund und Voltaren über sich ergehen lassen. Urin ist praktisch keimfrei von gesunden Menschen. Ja? Nach medizinischer Auffassung schadet die Anwendung nicht, nutzt aber auch nicht. Ja? Damit wären wir auch schon bei dem nächsten Thema. Im Papyrus Ebers kommen zwei Heilprinzipien, unter anderem zwei Heilprinzipien durch Vergabe von Heilmitteln vor, die auch kombiniert werden können. Ja? Similia similibus curantur und contraria contrariis curantur. Ich möchte diese zwei Wirkweisen an einigen Rezepten demonstrieren, die vielleicht auch nützlich sein können, damit sich ihr Kommen auch gelohnt hat. Mich selbst haben aus kulturgeschichtlichen Gründen, und weil ich auch selbst davon betroffen bin, folgende Themen besonders interessiert. Heilmittel gegen das Ergrauen der Haare, Heilmittel für das Wachsenlassen der Haare, ein Heilmittel gegen Haarausfall sowie Schönheitsmittel für glatte Haut und Gesichtsstraffung. Diese und andere Heilmittel legen natürlich auch in gewisser Weise Zeugnis davon ab, dass die Menschen vergangener Zeit neben ernsthaften Krankheiten auch kleinere Sorgen und Wehwehchen hatten, die uns heutige nicht so fremd sind. Vielleicht sind uns deswegen diese Menschen näher, als man bisweilen glauben mag, wenn man sieht, dass sich die alltäglichen Sorgen und Nöte im Laufe von 3.500 Jahren doch nicht so sehr verändert haben. Ein Rezept, das viele von uns betrifft, das noch lange nachwirkt, auch in der Geschichte, Mittel gegen graue Haare. Ein anderes Heilmittel zum Vorbeugen von Ergrauen, Plazenta einer Katze. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, das mit Tieren, aber da muss nicht sein. Gut, Eier vom Raben oder von der Krähe, Öl und dann nochmal Öl. Werde vollständig ausgeglüht, werde an den Kopf des Mannes gegeben, nachdem er rasiert wurde. Mit dem Raben und der Krähe wird dessen schwarzes Fieder assoziiert. Schwarzer Rabe gleich schwarzes Haar. Damit kennen Sie ein Heilprinzip, Similia similibus, ja, also ein Sympathiemittel. Auch der römische Gelehrte Plinius der Ältere, der beim Vesuvausbruch des Jahres 79 nach Christus zu Tode kam, kennt ein Rezept mit den eben genannten Zutaten. Das Ei eines Raben in ein Kupfergefäß geschlagen und auf den rasierten Kopf gestrichen, färbt das Haar schwarz. Man muss aber, solange es trocknet, Öl im Mund behalten, damit nicht auch die Zähne gleich schwarz werden. Ja. Es folgt noch ein Satz, man soll es auch im Schatten machen. Ne? Also insofern, ja. Gut. Dann gibt es noch die Contraria. Manchmal wird eine Kombination aus Sympathie- und Antipathiemittel gleichzeitig angewandt. Ja? So heißt es in einem Rezept zum Beseitigen von Ergrauen, Schale der Schildkröte, Wirbelsäule des Raben, werde zur Asche zerkocht und gegeben in Öl und Fett, werde der Kopf damit gesalbt, sehr oft. Hier hilft man sich aus einer Mischung aus Antipathiemitteln, Schale der Schildkröte und Wirbelsäule, die Betonung wie Wirbelsäule des Raben, ja? Haben keine Haare, ja, ja? Und dann das Gleichheit ist halt eben nochmal der Rabe. Ja? Sie sehen, Kombinationen sind beliebt, viel hilft viel. Passend für den kommenden Sommer, um nicht zu sagen Klimaerwärmung, habe ich ein Mittel gegen Körpergeruch ausgewählt, wobei sich aber vermutungsweise nach neueren Forschungen um Intertrigo, Hautwolf, ein nässendes Hautekzem handeln könnte. Ein anderes Heilmittel zum Vertreiben von Chenech-Gestank im Sommer. Weihrauch 1, Jipu-Pflanzen 1, Beeren vom phönizischen Wacholder 1, Myrrhe 1, werde zu einer Masse vereint, die betroffene Stelle werde damit gesalbt. Ein anderes Heilmittel zum Beseitigen eben dieses Gestanks am Körper eines Mannes oder einer Frau, gestampftes vom Johannisbrot, werde zu einem Salbkügelchen gemacht, der Körper werde damit gesalbt. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, so ist das zweite die billigere Ausführung, sozusagen das Billigprodukt eines Discounters, während das erste allein aufgrund seiner Zutaten ein hochpreisiges Premiumprodukt ist, wobei es durchaus sein kann, dass sich die beiden in der Wirkung nicht unterscheiden.
Sie können es sich auch mal ausprobieren. Noch interessanter ist, das Erste erinnert natürlich wunderbar an die Gaben der heiligen drei Könige. 6. Januar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wahrlich ein königliches Deodorant. Für die kommende Schnupfenzeit noch ein, die Apothekerinnen und Apotheker unter Ihnen, nicht erfreuendes Rezept. Eine andere Beschwörung des Schnupfens. Du sollst ausfließen, Schnupfen, Sohn des Schnupfens, der dir die Knochen zerbricht, der dir den Schädel zerstörst, der dir im Knochenmark wühlst, der du veranlasst, dass die 7 Öffnungen im Kopf der Gefolgschaft des Reh, die dem Tod verehrt, krank sind. Siehe, hiermit bringe ich dein gegen dich gerichtetes Heilmittel, dein gegen dich gerichtetes Schutzmittel. Milch einer Frau, die einen Knaben geboren hat, duftendes Gummiharz. Es soll dich beseitigen, es soll dich entfernen und umgekehrt. Komm heraus auf den Boden, verwese, verwese 4-mal. Diese Worte sind zu sprechen über der Milch einer Frau, die einen Knaben geboren hat, und dem duftenden Gummiharz werde in die Nase gegeben. Sie können es gerne ausprobieren. Ja? Beschwörung und Zauber in Verbindung mit dem Heilmittel wirken. Es ist wichtig, den Namen des Dämons, der die Krankheit verursacht, genau zu kennen und die Zauberformel exakt auszusprechen. Denn dann hat man Macht über den Dämon. Das ist ein sogenannter Zwingezauber. Mit diesem Wissen kann man Götter und Dämonen zwingen, einem zu Dienste zu sein. Ich erinnere nur an Rumpelstilzchen, ne? Im Ihnen allseits bekannten Märchen von der Gebrüder Grimm. Dass der Papyrus Ebers aber nicht nur aus Großmutters Apotheke mit Heilkräutern und magischen Beschwörungen besteht, möchte ich am Ende, zum Ende hin, wo es auch seinen Platz im Papyrus Ebers hat, zeigen. Dass in der ägyptischen Medizin und im Papyrus Ebers ein gewisses Wissen über den Blutkreislauf des Menschen und die Rolle des Pulses vorhanden war, das im Laufe der Zeit wieder vergessen und von den griechischen Gelehrten in Alexandria quasi wiederentdeckt wurde, bezeugt eine Passage im Papyrus Ebers. Anfang des Geheimwissens des Arztes, Kenntnis vom Gang des Herzens, also vom Pulsschlag und Kenntnis vom Herzen. Die Gefäße daraus führen zu jedem Körperteil. Was diese Gefäße angeht, wenn irgendein Arzt, irgendein Sachmetpriester, irgendein Magier seine Hände und Finger auf den Kopf, auf den Hinterkopf, auf die Hände, auf die Stelle des Herzens, auf die Arme, auf die Beine legt, ist es das Herz, das er misst, weil seine Gefäße zu jedem seiner Körperteile führen. Denn es ist der Fall, dass es, das Herz, vorn in den Gefäßen eines jeden Körperteiles spricht. Unter anderem wird hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass Arzt, Priester und Zauberer im Idealfall in einer einzigen Person vertreten sind. Der Heiler, ja, verkörpert also in seiner Person alle drei Elemente der ägyptischen Heilkunst, sozusagen Wissenschaft und Erfahrungswissen, Religion und Zauberei. Man könnte davon sprechen, dass der Mensch in seiner Ganzheit Gegenstand der Heilkunde ist, dass somit auch eine Art Ganzheitsmedizin zur Anwendung kommt. Ich konnte Ihnen jetzt nur einen kurzen Einblick in die Welt des Papyrus Ebers geben, aber Sie sehen, dass seit seiner Entdeckung und Publikation durch Georg Ebers dieses in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Kulturgutes, das unserer Meinung nach den Weltdokumentenerbestatus verdient hat, viele Forschungen zum besseren Verständnis beigetragen haben, dass aber noch vieles ungeklärt ist und einiges, ich sage Gott sei Dank, auch bleiben wird. Das eine betrifft die Auslagerung und den Verlust einiger Teile im Krieg. Das habe ich gesagt, das ist eine andere Geschichte, wäre ein eigener Vortrag wert. Und das andere betrifft natürlich das Verständnis des Textes selbst, der uns noch viele Rätsel aufgibt. Es bleibt also spannend mit dem Papyrus Ebers. Ich hoffe, ich konnte Sie in meinem ganz kurzen Beitrag von der Richtigkeit meiner panegyrischen Laudatio auf den Papyrus Ebers überzeugen, dass er nämlich einzigartig, geheimnisvoll und faszinierend ist. Und beenden möchte ich meinen Teil mit den allerletzten Worten des Papyrus Ebers, die ebenfalls magisch und als Abschluss dienen sollen, meines Beitrags dienen sollen. Das Heilmittel werde angewendet, sodass er gesund wird. Dankeschön. So, und jetzt noch ganz zum Schluss. Was haben wir vor mit dem Papyrus Ebers?
Warum enden alle diese schönen Ausführungen und interessanten kulturhistorischen Exkurse darin, dass auch irgendwie Geld eingesetzt werden muss? Das liegt daran, dass wir einen Schauraum bauen wollen. Sie sehen jetzt hier einen Blick, der Ihnen einmal zeigt, wie wir in der ständigen Ausstellung die Schätze des Hauses präsentiert haben, nämlich in Form von großen Fotos. Ja, und da sehen Sie eine Kolumne des Papyrus Ebers. Sie sehen aber hier einen Raum, der jetzt noch markiert ist durch die Wendeltreppe in den ehemaligen Kohlekeller oder beziehungsweise dann auch Ausstellungsraum. Der ist ja schon lange nicht mehr da unten, der ist ja weiter nach oben gehoben. Und in diesen Raum soll diese Vitrine gestellt werden. Wenn Sie jetzt von oben drauf gucken, dann sieht das so aus. Ne? Also von vorne kommen Sie in die Bibliothek hinein und gehen dann diese Treppe hoch. Und das, der Raum, von dem ich spreche, ist quasi unter der Treppe. Und dort könnte man sich eben vorstellen, dass in der Mitte eine 11 Meter lange Vitrine steht, um die herum dann die Replik des Papyrus Ebers gewendet ist. Also einmal so lang und einmal so lang, damit man alles lesen kann. Und dieser Schauraum insgesamt, der soll noch mehr Informationen enthalten. Er ist ja dann Teil der Dauerausstellung. Da gibt es also eine Ecke links oben, wo was über Ebers ist. Und dann gibt es rechts oben etwas zum Inhalt. Bisschen so, was Herr Scholl eben erzählt hat. Dann gibt es etwas zur altägyptischen Heilkunde, also was ist die Kultur, aus der dieses Dokument kommt. Und links unten sagen wir dann, müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen was dazu sagen, wie kommt das überhaupt nach Leipzig und wie verhält es sich zu den anderen Papyri, die wir auch haben. Also so in dieser Art stellen wir uns das vor, einen Schauraum und in der Mitte eine Vitrine, der Schauraum ein bisschen dunkel gestrichen, sodass das ein bisschen so ein ägyptisches Grabkammererlebnis ist, so in der Art. Ja, also wenn man sich das von der Seite aus vorstellt, sehen Sie, wie die Leute da eintreten. Sie sehen das auch ein bisschen dunkel gezeichnet. So könnte also die Wirkung sein. Und das Problem ist ein bisschen, also weswegen wir jetzt mit den Vitrinenbauern irgendwie nicht richtig vorankommen. Ja, ich habe schon die zweite Firma in die Wüste geschickt, weil es irgendwie immer noch nicht klappt mit der Idee, etwas Graziles, Schönes, Helles und gleichzeitig etwas, was man auch mal aufmachen kann, um es zu putzen, herzustellen. Also der Papyrus, wie gesagt, von rechts nach links, wir fangen also oben an, dann geht er einmal rum, das ist das Triviale sozusagen, und am Ende, links jetzt, muss es eine Stelle geben, wo man das von beiden Seiten sieht, weil es ja eben, wie Herr Scholl auch sagte, auf der Rückseite fertig geschrieben wurde. Ja, nochmal so ungefähr knapp 2 Meter. Und das ist ja übrigens auch ein schöner Beweis dafür, dass diese Rolle wirklich vollständig ist, denn der Schreiber hat das ja da dann einfach aufgehört, wo seine Rezeptsammlung, die er abgeschrieben hat, auch aufhört. Also so ungefähr sieht das aus. Das Ganze wird tatsächlich gedruckt, und zwar im Siebdruckverfahren, auf echtem Papyrus. Also unser Chefrestaurator Jörg Graf in der Mitte, der hat Papyrus besorgt. Ja. Auch ein eigenes Abenteuer, könnte ich auch noch ein bisschen drüber erzählen. Aber schlussendlich haben wir den einzigen Papyrus-Importeur, den es in Deutschland gibt, dann eben sozusagen mal einen Tag gemietet und haben seine Bestände durchwühlt, um die schönsten Stücke rauszuholen. Wir haben auch versucht, in Ägypten selber eine Papyrus-herstellende Familie dazu zu überreden, für uns exklusiv etwas zu produzieren. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und die beiden Herren links und rechts, der Herr Blumstein und der Herr Schmidt, sind beides Siebdrucker, HGB-Absolventen und sehr, sehr engagiert. Mit denen kann man stundenlang über die Schwärze des Schwarz und die Röte des Rots und die Viskosität der Farbe, dass sie eben eindringt, aber nicht durchdringt. Ne? Das hat der Scholl auch schön gezeigt, dass das eben ein sozusagen schrifttechnisch hervorragend ausgeführtes Stück. Und das wollen wir natürlich durch die Replik jetzt nicht unterlaufen. Also das wird hergestellt. Wir sind dann eben wirklich dabei, alle Schritte zu diskutieren. Das läuft jetzt schon ungefähr ein Jahr. Aber die Herstellung der Replik, die liegt also in Händen von Menschen, die wir kennen und vertrauen. Und das ist machbar. Ja, und auch nicht so tödlich teuer, weil die Papyrus sehr billig ist. Was teuer ist, ist die Vitrine, also dieser Bau, eigentlich dieses Schutzglas um die Replik herum und auch der Raum hergestellt. Deswegen denken wir, so viel unter 80.000 wird es irgendwie nicht kosten. Ja? Und deswegen haben wir eben angefangen zu sammeln
Und das Schöne ist, dass es eben schon jetzt weit über 10.000 Euro zusammengekommen sind. Also wir sind auf dem Wege, ja. Und wir wollen noch weiter sammeln, so ungefähr bis Ostern. Und dann mal gucken, ob wir da noch vielleicht einen Großsponsor finden oder so. Auf dem Wege dorthin drehen wir auch einen Film. Also es gibt einen Dokumentarfilmer, Herr Wendelmann, der schon viel für Arte und für den MDR gedreht hat, der einen sozusagen Stunden Dokumentarfilm über dieses ganze Vorhaben der Universitätsbibliothek Leipzig, ihres Fördervereins und ihrer Freunde, Spender und Sponsoren dreht, der das also jetzt schon in Etappen gemacht hat, der mit Herrn Graf schon in Ägypten war, weil Herr Graf auch dort Papyrus-Restauratoren ausbildet. Das Vorhaben, um es nochmal zusammenzufassen, ist einmal diesen Schauraum herzustellen, das kostet Geld und das könnte gelingen mit der Beteiligung eben auch von Freunden des Papyrus Ebers, des Hauses und so weiter. Und Sie haben ja auch gesehen, es gibt eine große Wand, wo die Sponsorennamen alle draufkommen. Ja? Je nachdem, wie viel Sie zahlen, ist dann die Größe der Buchstaben unterschiedlich. Ja? Dann haben wir einen Antrag gestellt bei der UNESCO auf das Weltdokumentenerbe. Und das könnte im nächsten Jahr, das könnte in 2 Jahren klappen. Die deutschen Anträge sind alle 2 Jahre dort berechtigt. Die deutsche UNESCO-Kommission ist sehr dafür, aber es geht jetzt in die internationale UNESCO in Paris und da ist es jetzt einfach nicht mehr kontrollierbar. Wir wissen jetzt nicht, wie es da weitergeht. Aber wir haben die deutsche UNESCO-Kommission schon gewonnen, die auf alle Fälle sagt, 2022 sind wir ihr Kandidat, vielleicht aber auch schon nächstes Jahr. Also der Schauraum für das Leipziger Publikum, vor allen Dingen dieser UNESCO-Antrag für höheren Ruhm und Ehre. Und dann dieser Film, jetzt will ich mal gucken, ob das klappt. Das ist 90 Sekunden, dieser Film, also nicht sehr lange. Können Sie sich angucken. Da kommt er. Das nennt man einen Imagefilm. Nein. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier gibt es noch so Prospekte, können Sie sich gerne noch mitnehmen, falls Sie noch keins haben. Und Herr Scholl und ich werden jetzt noch für Fragen bereit, falls Sie dann welche haben möchten. Oh, schnell.